Was sind Lastspitzen? Diese Frage hat sich wahrscheinlich jeder Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder auch der Energiebeauftragte oder Elektriker in einem Industriebetrieb schon mal gestellt, wenn am Monatsende eine Stromrechnung ankommt mit einer neuen Lastspitze, die teuer bezahlt werden muss. Um die Frage zu klären, möchte ich Ihnen einmal ganz kurz zeigen, wie so eine Lastspitze aufgezeichnet wird. Und dafür habe ich hier einen Screenshot vorbereitet aus unserer Lastspitzenanalyse-App der Energiemanagement-Software. Die Lastspitze ist am Ende der höchste 15-Minuten-Mittelwert, der im gesamten Jahr aufgetreten ist, der hier oben links rot markiert ist. Dem zugrunde liegt ein Register im Abrechnungszähler, welches immer am Monatsanfang auf 0 gesetzt wird und dann den höchsten Wert des Monats erfasst. Dadurch entsteht immer so eine Treppenfunktion. Unsere Software wertet das Ganze schön in der Tabelle hier oben rechts aus, wo man dann auf einen Blick sehen kann, zu welchem Zeitpunkt in jedem Monat die Lastspitzen aufgetreten sind, wie hoch sie waren, wie viel sie gekostet haben. Hier unten sieht man jetzt in Rot diesen Lastspitzenregister in der Viertelstunde vor der Lastspitze und in der Viertelstunde der Lastspitze sowie den Echtzeitverlauf in 15-Sekunden-Auflösung, die am Hauptzähler aufgetreten sind. Daran sieht man, dass die Lastspitze, wie sie abgerechnet wird, in Rot nichts unbedingt mit der technischen Lastspitze zu tun hat. Die technische Lastspitze kann deutlich drüber liegen, wenn innerhalb von kurzen Zeiten eine höhere Belastung aufgetreten ist. Um die Lastspitzen zu reduzieren, ist es ganz wichtig, dass man versteht, welche Anlagen für die Lastspitze verantwortlich sind. Dazu bietet sich es an, wenn man Unterzähler einbindet und dann sozusagen den Betriebszustand vor, während und nach der Lastspitze analysieren kann. In dem Fall sieht man, dass die Ursache für die Lastspitze eine neue Anlage war, die zugeschaltet wurde, hier in Rot, und dann ein großer Kran mit 500 Kilowatt, der während der Lastspitze fünfmal hoch und runter gefahren ist, während er davor und danach nur ein oder dreimal heruntergefahren ist. Hier unten sieht man dann noch im Detail ein Kuchendiagramm und das Senkediagramm zur Erklärung des Betriebszustands des Werks. Diese Analyse ist ganz wichtig, denn wenn man am Ende die Lastspitzen reduzieren möchte, ohne die Produktion einzuschränken, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und das eine sind Fehler, die man findet, wie beispielsweise ein Blockheizkraftwerk, was stand, während des Werks vollständig gelaufen ist, oder Freiheitsgrade, die man identifiziert, wie zum Beispiel hier bei dem Kran. Maßnahmen gibt es dann drei verschiedene. Entweder man macht eine organisatorische Optimierung, das heißt konkret, man sagt dem Kranfahrer, dass er nicht fünfmal pro Viertelstunde fahren sollte, wenn das restliche Werk in Betrieb ist. Oder ein Assistenzsystem, das heißt konkret, dass man Alarm oder ein Echtzeitfenster darstellt, damit die Anlagenbediener entscheiden können, wann sie Anlagen anwerfen oder nicht. Oder als drittes ein automatischer Lastabwurf. Soweit in aller Kürze ausführlichere Beschreibung der Möglichkeiten der Erfassung und Optimierung. Bekommen Sie im nächsten Webinar oder auf unserer Webseite oder Demo oder auf unserem YouTube-Kanal, auf dem die Webinare auch aufgezeichnet sind.